Coop-Restaurant isst man günstig. Man muss nicht lange warten. Die Auswahl ist gross. Man hat eine gute Übersicht. Es gibt jede Woche ein Menü für weniger als 10 Franken. Fast alles ist von Coop Natura Plan. Rekoschek werden voll akzeptiert. Und für jede Konsumation gibt es erst noch super Punkte. So ungefähr tönt es, wenn man Gäste nach den Vorteilen des Coop-Restaurants befragt. Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Es gibt noch ein paar weitere Gründe. Ein Coop-Restaurant ist immer in der Nähe. Gerade neben dem Laden, im Zentrum und meistens hat es gerade noch einen Parkplatz. Bei der Ausstattung des Restaurants legt man bei Coop viel Wert auf Ambiente, Komfort und Gemütlichkeit und investiert auch in überraschende Einrichtungsformen. Im Baden Coop City zum Beispiel, wo diese Woche ein neues Restaurant eröffnet wird, kann man wählen, ob man lieber im traditionellen Wiener Kaffee oder in einer trendigen Loft möchte Platz nehmen. Die Einrichtung ist wichtig. Aber erst das geschulte Personal, die gepflegte Küche, die frischen Produkte und die Liebe zum Detail machen den Aufenthalt im Coop-Restaurant zum Erlebnis. Bei uns im Bistro begrüße ich jetzt den Chef des Coop-Restaurants. Herzlich willkommen, Hans Turner. Grüezi Susanne. Grüezi miteinander. In Ihrem Restaurant haben Sie viele Stammgäste, die praktisch jeden Tag kommen. Auf was schliessen Sie das zurück? Einige von den Vorteilen sind bereits gesagt worden. Der grosse Renner ist der Wochenhit. Diese Woche zum Beispiel Bullepigatte, Risotto und Zucchini für nur 9,90 Franken. Haben Sie noch weitere günstige Angebote? Für die, die gerne etwas Süßes am Feier wollen, gibt es ein wunderbares Tiramisu mit einem Warmgetränk. Kaffee, Ofo, Tee oder Schoki und für das nur 5 Franken. Im neuen Coop-Restaurant in Baden kann man bei schönem Wetter übrigens draußen sitzen und das Dessert auf der Terrasse geniessen. Danke, Herr Turner. Bitte, ist gerne geschehen. Am Sonntag ist Ostern, bei jedem Wetter und das Coop-Restaurant zu. Wenn Sie sich noch nicht für ein Menü entschieden haben, sollten Sie morgen das Teleskop schauen. Dort gibt es Natura Beef Medaillon mit Rüebli Spargelsalat. Was ist denn das für eins? Das sind jetzt die Natura Beef Stückchen, die Medaillon, die jetzt Brötchen sind, auf jeder Seite, so 2,5 Minuten. Und dann pinsle ich jetzt anpinseln mit Ei, mit verklopftem. Hier habe ich jetzt die Medaillon, die können auch wieder kalt sein inzwischen. Jetzt rolle ich die einrollen mit diesen Blätterteigstreifen. Und schauen, dass hier am Schluss nur noch ein Teig ist, wird verklebt es gut und dann aufs Blech setzen. Und es dämpft hier wieder rauf, ja. Gell? Und hier wäre jetzt das Ostermenü parat. Und jetzt kann ich Ihnen nur noch viel Gelingen daheim wünschen beim Zubereiten von Ihrem Ostermenü. Die Spargel für den Salat vom Osterrezept von Betty Bossi offerieren wir Ihnen jetzt zum Aktionspreis. Eine gute Gelegenheit, die Sie nicht verpassen sollten. Mit diesem Hinweis sind wir am Schluss für heute. In einer Woche haben wir bei uns im Studio Besuch von einem Geranien-Spezialist. Wenn Sie also den ganzen Sommer durch so eine Pracht auf dem Balkon oder auf dem Fenstersims möchten haben, wäre es gut, wenn Sie dann auch wieder dabei wären. Auf Wiedersehen und einen schönen Abend.